Willkommen zurück zu einer weiteren derben Folge Texas Chainsaw Massacre. Freut mich, dass du da draußen wieder reinschnetzelst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Weiter geht's mit dem Gemetzel, bewerten, kommentieren, um ein wenig zu supporten. Geht ganz schnell, vertraut mir. Super easy. Heute mal wieder unterwegs als Lederlippen-Louis. Mit einer edlen Kettensäge. Ja. Neues Modell. Noch mehr Spaß. Und ich kann jetzt schon mal sagen, die Überlebenden sind ultra buff unterwegs. Also richtig, richtig krasse Profis am Start. Vom Level her zumindest. Zumindest Menschen, die sehr viel gespielt haben. Profis wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen, aber ihr wisst, was ich meine. Menschen, die sehr viel Zeit da reingesteckt haben, deutlich mehr Zeit, als ich da reingesteckt habe. Da habe ich doch schon jemanden gesehen. Mach die Tür auf. Erster Hit. Ja, ich bin leider ziemlich auf Ausdauer gebürstet, meine Dame. Nochmal ein Hit und jetzt muss ich es zersägen. Hast du Glück. Da ist der Glück, dass hier so eine Bude im Weg stand. Aber ich glaube, bei 3 Hits würde die schon liegen. Leder Johnny ist nämlich schon ganz gut gelevelt. Tür hat sie so schnell nicht aufbekommen. Die ist fällig, die Kleine. Die ist fällig. Da kommst du nicht mehr weg. Hat sie Glück gehabt. Als ob! Wie viel hält denn die aus? Das ist eine total unnötige Funktion, ne? Das ist eine total unnötige Funktion. Na, geht sie wieder rein. In Spalt. Oh, verrannt. Aber sie dodgt. Okay. Dachte schon. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Die gute Hansen. Die gute Hansen, du. Da versteht Lederlippen-Johnny keinen Spaß. Hängt da Würstchen an der Seite? Ja. Hausmacher. Die mit dem extra groben Biss. Oh, das sind schon welche oben. Na gut, den Keller müssen wir gar nicht mehr auseinanderpflücken. Ich müsste zu Opa. Das ist jetzt gar nicht gut, dass die hier rumstolziert. Hello! Alright. Tja, High-Level-Überlebende. Aber 2 haben wir schon mal geholt. Die Frage, wo sind die anderen? So, jetzt kriegst du erstmal hier einen kräftigen Schluck, Opi. Sissy ist aber auch immer vergeben, ne? Oh, unten sind die. Sissy Darling. Ha! Ha! Mit rein, mit rein. Ah, guckst du blöd. Zu Großvater hoch. Das war's, Kumpel. Also, was denn heute los? Meine Hansen. Die wird heute richtig schmuddelig. Ist nur noch einer da.
Wo ist denn eigentlich der andere Typ? Rennt irgendwo rum. Aber keine Ahnung wo, ne? What? Ah, da ist er doch! Da ist er doch! Ah, joggt er mir direkt in die Arme. Der Schlawiner. Krass. Da habe ich heute aber abgeräumt. Also, der Tanz mit der Säge war noch nie so elegant wie heute, ne? Starke, starke Runde. Reicht sogar für einen Stufenaufstieg. Nice. Alles abgeräumt, was man abräumen kann. Alles klar. Knutschlippen-Johnny ist am Start. Der Typ ist komplett durch, ne? Der ist komplett durch. Ja, ich mag den Spawn hier nicht so. Du bist halt relativ weit weg vom Schuss. Aber wenigstens kann er auch immer schön alles abschließen. Weil das ist ja der leichteste Ausgang, sag ich mal, hier durchzugehen. Muss ja nur den Generator ausmachen und dann bist du quasi auch schon weg. Aber wie gesagt, für mich persönlich ein unangenehmer Spawn. Mag ich nicht so. Ein bisschen Blut kann man hier zapfen. Das ist ganz gut. Das ist auch eigentlich die erste Funktion, die man hier so hat. Erstmal gucken, dass man mit ihm ein bisschen Blut holt. In den Keller reinwagen. Hm, weiß nicht. Macht man halt auch die Pforte nach oben auf. Und wir haben wieder ultra krasse Survivor. Vom Level her. Auch wieder alle. Also nicht die Spieler an sich, sondern auch wirklich die Figuren sind hochgelevelt. Und eine Figur so auf Level 12 oder was sie da haben, das ist schon... Ja, da spielt man schon ein bisschen. Also sind keine Leute, die zum ersten Mal spielen. Das will ich damit aussagen. So, öffnen, schließen. Da ist Oppi. Da ist immer ein Spot, wo viele hochkommen. Machen wir mal den hier direkt. Ah, oh, er räumt da unten schon auf, oder was? Na, er hat ja auch schon mal einen anderen Skin. 10 Runden muss man damit Lederlippchen spielen und dann bekommst du hier den Make-up-Skin. Hier ist schon alles offen. Boah, die erste Person ist schon hingerichtet. Hier werden keine Gefangenen genommen, ha? Huh? Hier wird nicht lange gefackelt, sondern direkt abgefackelt. Na gut, dann nimm mal Blut. Hier, Mr. Gran-Gran. Ich überlege echt, ob ich einfach runtergehen soll. Aber wenn ich aufschließe, kann ich es, glaube ich, nicht mehr zumachen. Oder? Geht das? Kann ich das nochmal abschließen? Nee. Ah doch, geht sogar wirklich. Okay. Ah, nur wenn sie es geknackt haben, kann ich es nicht mehr abschließen. Nur dann. Deswegen kam ich gerade auf die Idee. Wenn die das hier einmal geknackt haben... Dann ist es durch, das Schloss.
geht da drüben ab? Sind da Kids unterwegs? Lederbube, ich bin's. Shaggy von Scooby-Doo. Wie groß er wirkt mit diesem schnittigen Anzug. Ohne seine Schürze. Seine Metzgerschürze wirkt er irgendwie viel graziöser und größer. Ist hier unten irgendjemand noch? Niemand. Absolut niemand. Was macht Johnny? Also der richtige Johnny. Tja, wahrscheinlich sind alle aus dem Keller bereits raus, ha? Huh? Der Eimer ist auch leer gesammelt. Boah, hier komme ich gar nicht durch. Diese ganzen Barrikaden. Okay, hier sind sie hoch. Ich glaube, die sind hinten beim Schlachthof. Mein Gefühl sagt mir, die sind hinten beim Schlachthof. Gut, gehen wir mal hin. Nee, aufschließen. Was war das? Ich höre Geschrei. Oh! Noch einer tot. Achtung, tut. Hab eine Menge Blut. Zwei sind noch am Leben, aber wo? Die erste Runde war volles Schlachtfest und die hier ist total unspektakulär. Großvater ist wieder hungrig. Nee, das ist alles noch nicht aufgeschlossen. Sind die irgendwo im Underground? Die hatten sich alle sehr, sehr bedeckt. Boah, hier ist ja schon wieder richtig voll. Das ist Menschenfleisch, oder? Das andere wäre gerade so lächerlich. Das muss Mensch sein. Hier sind sie auf jeden Fall rausgekommen. Das ist der Bereich. Vielleicht jemand hier in der Ecke irgendwo? Opa brüllt. Der eine hat einen Disconnect, aber das ist der, der eh schon hinüber war. Hat also nichts zu bedeuten. Ich könnte jetzt Opa nochmal buffen. Naja, wenn wir den auf Maximum haben, gibt es eh kein Entkommen. Ne? Dann ist er quasi am Dauerbrüllen. Dann sind die eh aufgeschmissen. Ja, er sieht richtig flott aus mit seinem Hammer und seinen Slippern, dem Anzug. Schnieker alter Mann. Okay, jetzt denke ich, nee, hier ist auch nichts passiert. Jetzt, also ich bin überfordert, wo die sind. Großvater ist wieder hungrig. Ist ja gut, Großvater. Ich hol dir noch ein bisschen Menschensaft. Ja, hier ist nie jemand durch, anscheinend. Jetzt sag nicht, die sind irgendwo noch... Ich geh jetzt da runter.
Meine Falle wurde auch nicht ausgelöst. Haben die Punkte gemacht? Von Leatherface. Ja, die machen kräftig Punkte. Da hinten. Die sind in meinem Revier. Beim alten Schrottplatz. Drüben beim Junkyard Willy. Reichen 32 für ein Level beim Vater? Müsste, oder? Yes. Ach, aufschließen. Okay, irgendwo da hinten. Das ist ein ziemlich leichter Ausgang. Ai. Generator schon deaktiviert. Nur ein oder? Ah. Kann man den Generator wieder anmachen? What? Also, geht doch. Okay, die wollte hier abhauen. Oh, ein bisschen Saft aus den alten Rippen. Die wird sich da unten auf jeden Fall wieder hochheilen. Johnny ist auch ganz schön massiv unterwegs, ne? Der Junge macht seine Liegestützen. Es sind ja immer noch zwei Stück. Boah, halten die sich bedeckt? Na, da kau mir doch jemand die Flöte. Wir müssen Grandpa ready machen. Ja, wir müssen gucken, dass der genügend Saft in der Birne hat, damit der hier am Dauerbrüllen ist. Der kann die Dinger wieder zumachen. Hab den auch noch nie gespielt. Im Sicherungskasten wurde nichts gemacht. Wo ist Lederlippe? Wo treibt der sich wieder rum? Alles klar, er ist Maximum. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr. Hinten! Alter, die macht den Generator aus. Schnell! Johnny, renn! Run, Johnny, run! Oh, wenn das Ding geknackt ist, ich weiß halt nicht, ich glaube nicht, dass es geknackt wäre, sonst wäre die andere schon längst da durch. Aber es kann natürlich auch geknackt sein, ne? Nee, sie knackt. Aber sie knackt schnell, sie ist eine gute Knackerin. Hello, darling. Nein! Na, gibt's nicht. Mann, Johnny, wo warst du denn so lange? Der andere ist irgendwo ganz da hinten. Ah, oh, den kann ich auch gerade nicht wegmachen. Mann, Johnny. Ich hab sie nochmal gehittet, aber mehr war auch nicht drin. Okay, sie bastelt da hinten rum. Ist noch irgendjemand von den Killern hier motiviert, das Ruder irgendwie rumzureißen, oder haben wir alle aufgegeben? Generator eingeschalten.
Das ist auf jeden Fall nicht dumm, Johnny. Großvater brüllt. Okay, wo ist die? Ist die hinten beim Schlachthof? Sah eher so nach Keller aus, ne? Sie ist da unten. Doch irgendwo unten im Keller. What? Hat sie jetzt einen Disconnect gemacht? Mies. Ja, war irgendwie eine Riesenkarte. Alle haben sich sehr bedeckt gehalten. Und mit ihm hast du halt den extrem ungünstigen Spawn, finde ich, ganz da hinten. Aber naja. Eines geflüchtet. Zwei wurden getötet, einer hat aufgegeben. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.